Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in einem vorgestellt und zwar The City Must Grow. Und wie ihr seht, Saved Game Version is not compatible with the current game version. Jetzt haben wir es mal geschafft, es zu schaffen, etwas länger zu leben. Und siehe da, unser Spielstand ist jetzt aus der Version 0.4.2 nicht mehr ladbar, weil wir 0.5 jetzt haben. Das ist ziemlich ärgerlich. Ja, ich möchte aber trotzdem sehen, dass wir jetzt diese 0.5 mal schauen, was sich da vielleicht geändert hat. Ist ja doch ein Versionssprung in der zweiten Reihe, ja. Und ja, nach dem Intro gucken wir uns das dann mal an, ne? Bis gleich. Ja, dann don't override and exit. Nee, dann machen wir override. Ist halt so. So, dann ja, es sieht hier schon wie Hochhäuser aus, ne? Das haben wir vorher, glaube ich, nicht gesehen. Aber das ist ja jetzt auch nicht so wild. Jetzt machen wir mal New Game. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass wir den Spielstand verloren haben. Aber naja, wir wollen dem Entwickler ja nicht sagen, dass er das schlecht macht, sondern das ist ja gut sogar, dass er was weiterentwickelt. Vielleicht wird es ja noch spannender. Da nochmal ein Dank an den Entwickler für das Game. Der schreibt mir auch immer, dass alles prima ist und ich mich dann nochmal anstrengen soll für dieses Spiel. So, jetzt machen wir mal hier 8 Housings. Oder ne, machen wir, na doch, komm los, zack, das eine auch noch. So, 2 sind schon neu gekommen. Jetzt haben wir Agrarflächen, die wir ja auch brauchen. Ja, komm, dann machen wir jetzt alle. Da sieht schon so aus, als ob es da schlechter wird. Ist alles umgedreht, alles ist besser geworden. Wir growen up. Hier ist Holz. Ach, guck mal hier, die sind, war das schon immer so Steine? Weiß ich nicht. Ich mache jetzt mal die da hin. In der Hoffnung, dass dieses Braune auch tatsächlich Wald ist, ne? Gut. 2 Industriefelder. Ich mache jetzt mal keine neuen Häuser, weil, oder? Wir haben ja noch gar keine Leute hier. Also erstmal weiter. Das ist schon größer geworden, die neue Holzindustrie. Noch mehr Industrie. Ne, will ich nicht essen. Mache ich jetzt mal hier die beiden. Und das soll auch erst reichen. Da ist auch was zugekommen. Und jetzt haben wir die ersten 6 Settlers. Und sind gleich 12 da. Oh, das war schon vorher mal 6. Okay, das würde bedeuten, wir müssen jetzt gleich schauen, dass wir hier definitiv weiter vorankommen. Noch mehr Straßen, okay. Eine noch nach da. Drehen wir das mal ein bisschen, oder drehen wir nicht, sondern schieben das mal ein bisschen höher. Hier ist eine Fläche dazugekommen, machen wir so noch 3 dazu. Ja, Getreide geht hoch, ne? Ja, komm, 2 machen wir noch. Die Felder sind auch dazugekommen. Hier geht es allerdings jetzt runter. Holzindustrie kriegen wir mehr. Mache ich jetzt mal hier auch 4 hin. Sieht ja so aus, als ob hier diese Fichten sind. Und die, ja komm. Machen wir da alle 6 Felder, weil hier brauchen wir ja mehr, ne? Ist jetzt auch gerade wieder hier hochgestiegen. So, Straßen haben wir gesetzt. Neue Holzindustrie ist gekommen. Karte hat sich vergrößert. 10 Wohnflächen, die brauchen wir jetzt auch mal. Machen wir alle so dahin, ne? Residential Zones sind dazugekommen. Wir haben neue Straßen. Oh, so geht das auch. Alles klar, da kann man einfach über... Naja, dann. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es klappt. Okay, da ist schon durch. Also man kann einfach mit einer anderen Zone drüber gehen. Sehr interessant. Hier rechts sieht es mehr aus, als ob hier fruchtbares Land wäre, ne? Hier sieht es nach See oder was aus. Muss mal gucken, was da kommt. Eine Fläche hätte ich noch. Dann machen wir die noch dahin. Okay, da ist schon gewachsen. Hier ist auch gewachsen. Wir haben jetzt hier wieder was mit Holz. Alle weg.
Da ist auch Holz zugekommen. Hier sind zwei Häuser zugekommen. Wir haben noch was frei. Sechs Häuser sind da. Machen wir die nach hier hin. Ja, komm, machen wir Sechser auch. Sechs Leute sind auch dazugekommen gleich. Settled. Ja. Komm, wir überschreiben das Haus und machen das so. Da sind sie weg, die Straßen. Okay, Unemployment. Keiner ist arbeitslos, aber wir brauchen noch 27 Arbeiter. Sechs Leute sind dazugekommen, wir sind voll. Und es gibt nur Straßen. Und machen wir die noch dahin. Okay. Häuser sind gefragt. An dieser Kreuzung geht es weiter. Ne, da ist schon. Jetzt haben wir noch Vierer, aber die mache ich auch alle. Weil wir sind ja 100% hier, ne? Ist nichts passiert sozusagen. Wir haben hier ein bisschen mehr Gemüse, was wir pflanzen können. Hier ist wohl ein Strand, ne? Hier ist wohl Feierabend. Nochmal vier. Machen wir die so. Agrarfläche ist dazugekommen. Holz ist natürlich runter. Wir haben neue Wohnhäuser. Machen wir mal das dahin. Da. Und vielleicht noch da und da. Drei neue Agrarflächen nur gekommen. Wir haben hier was wieder mit Holz, was ich dann hier bauen würde. Weiter geht's. Essen ist dazugekommen. Drei Leute sind auch gesettelt. Jetzt brauchen wir mal mehr Fläche dafür, dass die auch weiter setteln können. Holzindustrie ist auch dazugekommen. Wir haben fünf Straßen. Wie weit können wir denn zum Strand? Gar nicht, ne? Okay, da ist definitiv Sabbat. Dann machen wir da noch einen hin. Einen, zwei haben wir noch. Machen wir die da hin. Okay, hier ist Wasser. Da ist die Karte zu Ende. Das hatten wir letztes Mal definitiv, glaube ich, nicht, ne? Okay, was müssen wir denn überhaupt haben noch? 50% Holzproduktion, Crops sind wir schon fast dabei und Population müssen wir 40 haben. Okay, das mit dem Holz können wir gleich hier in Angriff nehmen. Ah, da sind sie schon weg. Da ist auch was gekommen. Aber Wood Production ist noch nicht so weit. Aber naja, wir haben noch zwei Felder, die wir dazu machen können. Dann machen wir das auch. Ist wieder was dazugekommen, zwei Häuser. Und ja, die sechse brauche ich jetzt glaube ich nicht machen, weil wir haben noch genug Freiflächen, ne? Dann würde ich sagen, geht's diese Runde so weiter. Hier ist ein Haus höher, die Industrie besser geworden. Irgendwo. Wie viel haben wir denn hier? Product Last Turn 50, Consume Last Turn 50, 65 sind gefordert, okay. Hier ist noch 50. Population hat sich nicht geändert. Wir haben hier noch was zu essen. Ach so, da wollten wir nicht mit Essen weitermachen, sondern hier. Und zwei, da machen wir noch da was hin. Okay, das ist wohl noch gewachsen. 408, okay, das muss noch wachsen. Aber das ist, glaube ich, nur hier. Diese Felder sind zwar da, aber ich glaube, es ist keine Ernte drauf, oder? Ach so, wir haben 100%. Dann würde es ja doch Sinn machen. Nee, macht es ja nicht, weil wir haben ja hier die Häuser schon stehen, ne? Machen wir mal so. Gut. Zwei Agrarflächen mehr geworden. Keine Einwohnersteigerung sozusagen. Hier haben wir jetzt ein bisschen mehr gemacht. Das ist aber noch alles gleich. Straßen. Haben wir noch drei. Das heißt, an jeder Stelle kommt eine hier hin erstmal. Fläche vergrößert. Zwei Holzindustrien sind zusammengebrochen. Eingestürzt. Wir haben noch weitere Straßen hier. Ja, machen wir nochmal so.
Und weiter geht's. Jetzt haben wir wieder Wohnhäuser, aber die brauchen wir nicht. Drei Agrarfelder, die sind hier zwei gekollapst und da eine, okay. Weil nicht bebaut. Okay, weitere Felder sind umgegangen. Hier können wir jetzt neue allerdings setzen. Da sind auch zwei zugekommen. Hier brauchen wir nicht. Können wir weitermachen. Farmfläche, ja, die lassen wir da mal weg. Und hier machen wir sie neu, weil hier ja das Grün ist, in der Hoffnung, dass das das richtige Grün ist. Ja komm, dann machen wir es jetzt so. Die Felder sind drei oder vier dazugekommen, fünf sogar. Hier ist jetzt noch keine Veränderung, ne? Holzindustrie ist hier zusammengebrochen. Machen wir so. Da ist einer zugekommen. Und hier ist auch irgendwo was passiert. Ich glaube, die Felder sind hier zugekommen. Ja. Wohnhäuser brauchen wir noch nicht. Also brauchen wir schon. Ich setze mal hier oben noch eins hin und da und hoffe, dass die vielleicht sich dann nochmal irgendwann ausbreiten. Warte mal, wenn, dann können wir hier noch mal was machen. Kurzen Arbeitsweg oder sowas, aber da ist auch nichts besser geworden. Kollapst. Zwei Agrarflächen dazugekommen. Und wir haben neue Straßen. Tja. Ich glaube, wir machen mal hier so. Und weiter. Noch ging alles. Die Flächen können jetzt hier wieder neu angelegt werden. Ja, machen wir da noch einen hin. Da ist eins zugekommen. Hier sind dafür vier Felder weg. Ja, die können wir wieder aufbauen. Ja, mehr ist nicht. Da wieder drei weg. Dafür können wir hier Flächen hinzufügen. Also wir haben keine mehr. Da ist eins gewachsen. Aber hier unsere Zahlen ändern sich gerade nicht, ne? Nochmal 6. So. Runde 41 und das ist hier noch 6 von 10. Ist aber gerade wieder ein bisschen besser geworden. Die Felder können wir hier wieder aufrichten. Wir hätten noch 4 mehr. Machen wir die mal. Okay. Warum zieht hier keiner ein? Vielleicht müssen wir hier größere Felder machen. Ich werde die nächsten... Ach, haben wir ja gerade. Jetzt habe ich da unten aus Versehen eins hingesetzt. Da, das wollte ich gar nicht. Okay, Straße dazu gekommen. Weg sind sie. Wurde größer. Industrie ist gestorben, sozusagen. Ja, komm, dann machen wir noch da einen hin. Mal gucken. Tut sich aber nichts ändern. Es zieht keiner hinzu. Obwohl hier 54 Arbeitsplätze sind, ne? Die setzen wir mal aus, diese Runde. Jetzt haben wir hier wieder genug. Die setzen wir auch aus. Da können wir welche hinzufügen, weil da haben wir ja hier Möglichkeiten. Und ja, kommen den noch. Sieht es gerade wieder mau aus. Noch mehr mau. Keiner zieht hier hin, das ist jetzt gerade unser Problem. Jetzt sieht es ganz schlecht aus. Straße kann man immer bauen, oder wie ist das? Und noch eine Runde. Eine neue Holzindustrie, aber das hier kollapst. Und war es das jetzt? Ja, Game Over. Ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob der Strand, den wir hier rechts sehen,
neu ist, das Wasser hier, könnte sein. Letztes Mal habe ich es auf jeden Fall nicht beobachtet. Kann aber auch sein, dass es am Rande war und ich mir es nicht aufgefallen ist. Ja, mal schauen, was wir da noch machen. Ich weiß nicht, ob ich nächste Runde nochmal einen aufnehme oder was anderes machen. Mal schauen. Leider hat es jetzt diesmal wieder nicht geklappt, ne? 50, 408, 27, da ist es irgendwie stehen geblieben. Wir haben keine Leute gekriegt, obwohl Flächen da sind. Wir haben definitiv hier Produktion im Überschuss. Konsum 324 und produziert 408. Ja, 50-50, das mit dem Holz ist ein bisschen knapp, aber das ist ja nur fürs Aufbauen. Eigentlich hätte das funktionieren müssen. Ich weiß nicht, warum die nicht gebaut haben. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Gucken, ob ich das in der nächsten Woche dann auf dem Donnerstag nochmal spiele oder nicht. Entscheide ich kurzfristig. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.